Hey Leute und herzlich willkommen zum Feuerwerks-Special 2020 hier auf meinem Kanal. Besser gesagt zum Live-Event, welches in wenigen Minuten starten wird. Ich bin jetzt gerade noch in der Lobby, werde jetzt aber in-game gehen und wir haben es gerade 10.56 Uhr und in wenigen Minuten ist es soweit, dann startet das 2020 Feuerwerk, das dritte Feuerwerk jetzt in der Geschichte von Fortnite. By the way, kann man das immer ganz gut ausrechnen, weil das immer ungefähr um 11 ist. Denn ich habe mal bei Google geguckt und zwar gibt es ein Land, das Land heißt Sumua. Das ist bei den Leinseln zwischen, sage ich mal so, Neuseeland und Südamerika. Unabhängig davon ist es so, dass die als erstes ins Jahr 2021 gehen. Das wird in wenigen Minuten der Fall sein und bei unserer Zeit, also mitteleuropäischer Zeit, ist es halt 11 Uhr. Deswegen, wie gesagt, gehe ich jetzt stark davon aus, dass jetzt das erste Feuerwerk starten wird. Ich bin mal sehr gespannt und, wie gesagt, wird, denke ich, ungefähr wieder eine Minute gehen. Ich denke, dass es auch wieder so ähnlich aufgebaut sein wird, wie das die letzten Jahre der Fall war, sprich mit der Kugel und so weiter. Ich bin jetzt extra mal ein paar Minütchen eher ins Game gegangen, dass wir dann auch wirklich alles mitbekommen. Und ja, wie gesagt, ich bin wirklich mal gespannt, wie das dieses Jahr wird. Kleine Sache, wir werden heute natürlich auch einen großen Abschlussstream machen für dieses wirklich YouTube-technisch gesehen krasse Jahr. Dieser wird ungefähr 15 Uhr, gehe ich jetzt mal stark so von aus, starten. Wir werden da unsere Auflösung des Gewinnspiels, was noch bis dahin läuft, auflösen. Das, wie gesagt, habe ich euch nochmal ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wir werden mit Philipp Höllenpferd, Grüße genau raus an dich, mein Guter, ja, werden wir Custom Games machen, wir werden RDW, Abo, Zock, Abo, Traden, Abo, Craften machen. Wie gesagt, Battle Royale, kreativ, wir können alles machen. Wie gesagt, wird nochmal ein nice Abschlussstream. Und wie gesagt, zu 14, 15 Uhr gehen wir da dann auch online. Und wie gesagt, es ist wirklich, ich bin echt gehypt, wie es wird, ne? Wie lange ist es jetzt noch auf meiner Uhr? Okay, jetzt noch ungefähr anderthalb Minuten. Die übrigens nochmal ganz kurz mit. Was machen wir am besten? Wir landen mal in Swordy Towers. Einfach nochmal auf OG-Feeling-Basis. Ich glaube, das erste Mal war wirklich in Season 7 damals. Das war wohl relativ random, weil, ja, wie gesagt, im Jahr zuvor, 2017, war es noch nicht. Und das Ding an der ganzen Sache ist, okay, das war vielleicht doch nicht ganz so schlau, hier zu landen. Wenn jetzt alle Gegner hingehen. Und ich dann direkt Dude, bin es auch nicht so von Vorteil. Und das ist wirklich ein bisschen lost gewesen eigentlich. Bitte jetzt nicht sterben. Das könnte jetzt wirklich absolut in die Hose gehen. Die, was ich sagen wollte, ich war damals auch in der Runde 2018 und da ist mir das einfach dann random, wie soll ich sagen, passiert, dass das Live-Event gestartet ist. 2019 konnte man sich dann erahnen und dieses Jahr ist es eh theoretisch dann safe auch wieder. Also ich hoffe mal, dass es dann der Fall ist. Sollte jetzt ungefähr in wenigen Sekunden starten, da kommt dann irgendwo so eine Kugel aus dem Himmel. Sieht doch mal irgendwie so aus, als würde hier die Kugel schon sein irgendwie durch diesen Rift. Naja, egal. Unabhängig davon, wie gesagt, bin mal gespannt, wie es werden wird. So, Dings, notfalls eine kleine Waffe haben wir auch. Wir nehmen uns mal so einen Sprungstein hier. Genau, dass wir uns ein bisschen notfalls teleportieren können. Hielen uns mal noch ganz kurz mit voll. Und es sind noch jetzt genau 30 Sekunden. Einfach krass, dass dann schon wirklich das erste Land, ne? Zeitzonentechnisch gesehen. In 2001. Gut. Es sind jetzt noch 15 Sekunden, dann sollte es eigentlich losgehen. Wir zählen dann mal gemeinsam runter. So, Achtung, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt ist es genau 11 Uhr. Jetzt sollte eigentlich... Ja, ja, hier ist ein Countdown. Null. Seht ihr das, Leute? Da ist er. Jetzt sollte eigentlich die Kugel kommen. Genau, den Countdown, den hatte man vorher eigentlich auch mal gehabt. Ach, das war damals ein klein wenig anders, soweit ich weiß. Auf alle Fälle, frohes neues Jahr an die ersten Länder, die jetzt in 2021 sind. Generell auch an euch, wenn ihr heute Abend nicht nochmal mit am Start sein solltet. Guck hier, 2021. Oh, ich finde es geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Mit dem Feuerwerk hier. Ne, finde ich nice gemacht. Ist immer eine kleine Freude zu Silvester noch, ne? Finde ich auch geil, dass es wirklich nicht nur, Dings jetzt hier nachts kommt, weil, wie gesagt, nachts ist ja eh dann meist nicht jeder da in Fortnite dementsprechend, ne? Ne, wie gesagt, was ich sagen wollte, euch natürlich auch ein frohes Jahr, falls ihr dann heute Abend nicht nochmal mit reinschalten solltet ins nächste Video oder Livestream. Wie gesagt, danke für den krassen Support. Bis jetzt schon mal wirklich dieses Jahr YouTube-technisch war wirklich, ne? Die ganze Corona-Sache hat natürlich das Jahr ein bisschen in schlechte Licht gerückt. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass ihr alle gesund bleibt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video oder Livestream. Wie gesagt, würde ich mich da freuen, wenn ihr auch gerne mal ein Abo und ein Like da lasst. Auch gerne auf meinem Zweitkanal eine Abo-Like-Glocke. Und wie gesagt, auch beim Basti, meinem Bruder, ist Abo-Like-Glocke eine geile Sache. Habe ich noch irgendwas nicht angesprochen, was man jetzt im Moment erwähnen kann? Wir gehen nochmal kurz in die Lobby.
Ist auf alle Fälle, muss ich sagen, ich finde es geil mit dem Event, habe ich ja gerade schon gesagt. Ist immer eine ganz geile Sache. Ne, wie gesagt, wenn es irgendwie Fragen dazu geben sollte, irgendwie Ergänzungen oder Sachen, die ich hätte mit ansprechen können, Verbesserungsvorschläge zu Videos und Livestreams, wie gesagt, gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, wie gesagt, bis zum nächsten Video oder Stream. Video müssen wir mal schauen, wann das kommt. Ich weiß nicht, ob das erst im neuen Jahr kommt. Stream auf alle Fälle heute nochmal einer. Und wie gesagt, dann auch morgen und die nächsten Tage wieder. In diesem Sinne, wie gesagt, danke ganz, ganz herzlich. Das ist, denke ich, dann schon das letzte Video für dieses Jahr. Deswegen, wie gesagt, auch schon etwas Besonderes. Leute, wie gesagt, bleibt schön gesund, kommt gut ins neue Jahr, haut rein, macht's guti und ciao!